Grüß euch, ich bin der Michael Reiter, habe gerade die Lehre als Kommunikationstechniker abgeschlossen. Und zu unseren drei Hauptaufgabenbereiche zählen eben einmal die LWL-Technik, die Koaxialtechnik und eben die Funktechnik. Und wir befinden uns jetzt gerade am Gaisberg, wo wir eben einen Empfangspegel von der Richtfunkantenne kontrollieren. Die Kommunikationstechniker der Salzburger AG sorgen dafür, dass die Salzburger ein perfektes Internet- und TV-Signal erhalten. Wir haben da jetzt eben ein Multitool, mit dem misse ich jetzt die Spannung auf der Rückseite von der Antenne. Genau, schaut jetzt aus, als wenn das Signal passt, also ist alles in Ordnung. Für Michael geht es runter vom Sendemasten am Gaisberg, rein in die Stadt Salzburg und direkt aufs Dach der Salzburger AG-Zentrale. Hier stehen zahlreiche Parabolspiegel, die das Satellitensignal empfangen. Und wir müssen da jetzt eben Signalstärken und Signalqualität messen, damit es eben in der Kopfstation verarbeitet werden kann. Also wir sind da jetzt in der Bayerhammerstraße an der Kopfstation. Da ist zwar ein bisschen laut, aber unsere ganzen Komponenten müssen eben immer gekühlt werden. Und ich stelle jetzt eben einen Sender ein, dass das ideale Signal eben in unsere äußeren Kopfstationen geschickt werden kann. So, also das haben wir jetzt alles richtig eingestellt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Spleißen funktioniert. Sprich, Lichtwarnleiter verbinden, was alle Lehrlinge eigentlich cool finden, weil es das sonst nirgends gibt, außer bei uns. Über Lichtwellenleiter wird das Fernseh- und Internetsignal direkt zum Kunden übertragen. Also dort, Lichtwellenleiter sind eben sehr dünn, haben eben nur 9 Mikrometer im Durchmesser. Die Faser wird abgemantelt und mit Alkohol gereinigt. Und eben danach muss man die Faser, dass sie eben genau 0 Grad gebrochen ist, dass man es zusammenspleißen kann, mit dem Brecher genau auf 0 Grad brechen. Mit einer Hochspannungselektrode werden die Fasern zusammengespleist. Was rauskommt, ist eben eine fixfertige Faser, was zusammengespleist ist und eben ans Internet übertragen werden kann. Für ein perfektes Signal patcht Michael im Technikraum des Kunden die Verbindung auf. Und zu guter Letzt sind wir eben beim Kunden. Es ist eben recht lässig, weil wir viel unterwegs sind und müssen dort ein Signal messen, dass es eben beim Kunden am besten passt. Und das ist eben das, was viel Spaß macht an unserem Beruf, weil wenn wir einen zufriedenen Kunden haben, wir einen sehr abwechslungsreichen Beruf haben und eben weit umeinander kommen.